das ist immer das, was überhaupt keiner glaubt. Und das ist bis heute so, dass viele immer denken, das ist so eine Riesenstrategie gewesen. Da waren ganz clevere Leute dahinter. Das hätte ich ganz schön gefunden, wenn da mal ein paar clevere Leute auch dahinter gewesen wären, weil das gab's nicht. Die Maschinerie Tokyo Hotel, das war nie eine Maschinerie. Du kannst das nicht planen und man kann nur wirklich erfolgreich sein, wenn man das selber geil findet. Musikalisch war das sowieso, das war schrammelig. Ich bin ja auch nicht gesegnet vom Gott und habe eine ganz tolle Stimme bekommen. Dann haben wir den Jungs unsere Hilfe angeboten. Die dachten, endlich mal ein Schlagzeuger und ein super Bassist. Da war ja immer was los. Bei meinen Eltern vor der Tür ist immer irgendwann ein polnischer Reisebus angekommen mit 4 Schulklassen. Wir waren schon im Zentrum des Hasses. Es kommen ja immer mal so Morddrohungen. Gerade bei unseren letzten Trips nehme ich das schon viel mehr wahr. Also auch so Anfeindungen. Und ich dann eher in so einer schützenden Position immer war. Ich habe immer das Gefühl, wenn Bill zum Beispiel irgendwo Stress hat, bin ich der Erste, der dazwischen springt. Steht er jetzt auf Jungs oder steht er auf Mädchen? Ich will, dass das kein Thema ist. The heart get no sleep. Wir haben so eine feste Fanbase, für die wir auch total dankbar sind, dass wir auch mal die Freiheit haben, ein paar Sachen auszuprobieren, ohne dass das jetzt gleich in einer Riesenkatastrophe für uns endet. Irgendwann kann es auch sein, dass die Leute dich nicht mehr hören wollen, du nicht mehr touren kannst. Und das macht natürlich auch psychisch wahnsinnig Probleme, weil man wahrscheinlich denkt, so krass, keine Sau will mehr deine Musik hören. Und da hat man natürlich immer auch ein bisschen Angst. Die Band jetzt besteht immer noch aus den gleichen 4 kleinen Kindern wie damals, die, wenn sie zusammen sind, immer noch das gleiche Gefühl haben wie beim ersten Auftritt. Da kommt einfach so ein Feedback zurück, was für uns normal ist. Das wäre für alle anderen, glaube ich, immer noch abgefahren. Und da bin ich auch total froh. Also ich bin froh, dass wir auch diese Energie noch haben. Private Geschichten über Familien und enge Freunde halten wir einfach komplett aus der Öffentlichkeit raus. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Vielleicht sind wir da irgendwann auch mal wieder entspannter. So. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Aber mal gucken.